Servus Leute, heute gibt es mal wieder einen Raid of Streets, spiele ich im Moment echt gerne die Map und zwar in der Nacht war ich mit der RD704 unterwegs und ja, es ging zur Sache in der Polizeistation, der Hotspot und ja, einiges an PvP, einiges an Loot und alles was dazugehört, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Torbjörn war gut, ja. Zumindest in meinen Händen. Wenn der Mate Torbjörn gespielt hat, dann fand ich das meistens nicht so gut. Ah! Injektor Case. Nice. Nice, nice, nice. Könnte man auch ET spielen? Enemy Territory? Ja, kannst du doch spielen. Ziemlich sicher. Kommt dir bekannt vor? Ja, diesmal habe ich gelernt, Sven. Na? Das war die Tür kein Jump, ne? Diesmal gibt es keinen Scare Raider. Ja, ja, war es auf jeden Fall wert. Mit das beste YouTube-Video. Also es ist in den Top 2 zusammen mit den, 100.000 Dollar Kills. Also die zwei Videos. Ich hätte gern nur Videos von diesem Kaliber. Richtig nice. Cordura wird hergestellt. Hier auch irgendwo mal Scavs. Meine Frames sagen, sie sind gespawnt. Was ist ein Injector Case gerade wert? 1, 2. Ach, 80, okay. Da rechts steppt irgendwas. Wir wissen, ob es ein Scaff ist. Nicht so aus. Ich habe keine Ahnung, wo die genau waren, die Steps. Na, wo sind die Scavs? Okay, das ist auf jeden Fall in der Polizeistation. Halt. Wir sind bei 67,6, nice. Wir sind schon bei Bonus-Skill. Muss ich morgen schon weniger machen. Ey, wo sind die scheiß Scavs, Mann? Ist doch nicht.
Aber hier sind die Frames auch gerade niedrig. Ist Gluha da oder was? Oder warum sind die Frames so niedrig? Hier hin. Aber wir gehen jetzt zur Polizei. Scheiß drauf. Tür ist auf. Die Tür war auf. Hab ihn. Danke fürs Klappern mit deinem Laser. Noch einer. Was haben wir bitte? Hier war einer. Okay, den habe ich auch. RIP. Alter, 1, 2, 3 liegen hier schon. Sound ist alles. Sound ist alles im Leben. Zumindest in Tarkov. Diesmal habt sogar ihr gehört. Ah, hab ich nicht noch im Radar gesehen, sagst du. Naja. Frag mich, ob ich ihn hier gehittet habe. Ne, ich glaube nicht. Er hat einfach sitzen bleiben können. Er hat so die Vorteilsposi. Dankeschön. I take it. Ja, der draußen, ey, den will ich nicht looten. Das ist das Problem. M4 mit 60er. Habe ich mal Quake gespielt? Ja. Ich habe 6 Jahre lang Quake gespielt von 2001. Warst du gar der AK416, ne? Ich habe Rocket Arena gespielt, ja. Wieso sagt dir mein Name was? Dann kennst du mich von damals noch. Nice.
Er ist ein bisschen her. Ich habe so von 2001 bis 2007 oder so, oder von 2000 bis 2006 habe ich Quake gespielt. Scheiß mal drauf kommen. Ah. Ich war bei Eagle, nein, da war ich nie. Ich habe bei Prophecy gespielt. Bei IK habe ich nicht gespielt. Und er hat sogar eine Rig für uns, ja, freundlichst. Verbesserte E36, den brauchen wir nicht unbedingt. So, dann können wir auch gleich noch unsere Rig tauschen. Wundervoll. Na, die können wir eigentlich hier lassen, der Scheiß drauf. Gut, also im Moment, ich leuchte noch. Dann gehen wir oben noch schnell hier, wie heißt's? Check 15 machen. Nee, hier steht jetzt noch irgendwo einer. Das Gef sein. Jawohl. So stehe ich mir jetzt vor. Gut, kleiner bisschen Platz gewonnen. Ey. Ich glaube, hinten ist gerade einer rein. Jo, da steppt einer drin. Das Radioteil spawnt hier oft. Glaubst du? Ich spiele nie Duo, ich spiele immer allein. Ich bin ja nie allein, ich habe immer den Chat bei mir. Fuck. Was für eine Quest? Ja, das ist, da bist du nicht alleine. Scheiße.
Den Scheiß könnt ihr vergessen. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Das wäre bloß einer, sonst wäre ich hier nicht gejumpt. So haben wir nicht gewettet, Freunde. Ist auch einfach, lasst euch nichts erzählen. Easy peasy. So, Level 19. Respektabel. Was hat er da drin? Nichts Gescheites. Naja, es gibt ja eh nichts Gescheites, von daher machen wir uns nichts vor. Ah, das ist auch nett. Da können wir gleich hier noch ein bisschen was zuladen. Er hat nicht mal eine Rüstung, aber die wird vielleicht im Arsch sein. Was ist er? Er hat keine. Oder ich? Ah, die Sache ist halt die, ne? Ich habe halt eine RD in meiner Hand. Die Waffe ist halt einfach so unglaublich gut. Achso, das ist oben. Ich hab ein gepanzertes Rig, ja. Yeah. Level 5. Dann kann man jetzt hier hinten auch noch durchgehen. Wir haben mal zwei Rigs, ne? Können wir noch ein bisschen befüllen. Der zweite gerade, ja, der hatte keinen. Ich glaube, der hatte keinen. Tetris. Der hatte keine Rüstung. Du hast wieder bloß verstanden, was du willst. Was soll ich sagen? Dann passt du gut in einen Twitch-Chat. Achso, das gibt ja nicht. Erst searchen. Ja, das geht auch nicht. Wenn die Arme auf Null ist, kann man es auch ausziehen. Ja, ich glaube, dass das der Fall ist. Prototyp Twitch-Lurker, das würde ich nicht sagen. Du hast ihn nämlich schon echt oft geschrieben. Also, großer Lurker bist du nicht. Lurken geht anders. Oh boy. Das können wir nicht mal weghauen. Nicht besser, ne? Hey, Snowball. Gestern auch nur gelurkt. Ah. Lurken ist auch okay. Neue CPU, ja. Richtig gut, Waschi Servus. Haut richtig rein.
hier die 99 FPS stehen. Ne, auf Streets ist tatsächlich so, dass es auf Streets nicht so geil ist, auf den anderen Maps ist schon übertrieben. Ich habe heute ein Video gemacht, Vergleich 5800 X3D gegen 7950 X3D, gibt es bei mir auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr euch das antun wollt. 16 Kills für Longline. Also ich bin immer in der Nacht gegangen. Ich fand, also ich finde Nacht-Raids auf Interchange sehr, sehr angenehm. Weil da gibt es keine dunklen Ecken mit dem Night Vision. Ey, drei solche scheiß Pferdchen, Mann. Was will ich denn damit? Wie ich die Ausrüstung stapeln, das kommt automatisch als Tarkov-Spieler. Also, das lässt sich gar nicht vermeiden. Die Pferde braucht doch kein Schwein, ey. Gut, wo müssen wir hin? Collapse Crane, Evacuation Zone. Schaffen wir das ohne? Das schaffen wir doch ohne. Komm. Ach, ganz schön was los hier, ey. Liegen einige Leichen da. Oh boy. Oh, da schießt einer. Da schießt einer mit dem Stand-MG. Permanent Vaseline, präventiv als Painkiller. Oh, war einer drin, okay. Ganz schön voll. Wenn ich getroffen werde, dann ist der Negativeffekt, also wenn ich einen Painkiller nehmen müsste, dann habe ich schon direkt einen laufen. Geblecktes Bein, gebrochenes Bein, gebrochener Arm und sowas. Dann ist direkt der Painkiller da und ich muss nicht noch erst einen Stim drücken, weil 2 Sekunden können verdammt lang sein, wenn ein Gegner vor dir steht. Und deshalb insbesondere, wenn ich über offenes Feld laufe und nicht weiß, ob ich gleich beschossen werde, möglicherweise oder so, immer Painkiller präventiv. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du über die Straße läufst und dann das Bein weg ist und du erst Painkiller drücken musst, dann bist du tot. Mit Rechtsklick. Sven, ja. Moment, verwirrend, ey. Svenny HD und Sven 55X. Das ist zu viel Sven. Na gut. War auch eine gute Runde, oder? Kann ich sagen. Kills haben wir. Ha, komm Leute. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Wir hatten schon lange keinen, Streets Raid mehr. Der war doch nicht schlecht, oder? Der war doch nicht schlecht. Alle mal Hallo YouTube im Chat. Verewigt euch. Level 18, UMP mit FMJ Lachi. Servus. Alle mal Hallo YouTube im Chat. So. Sven, mach's gut. Ja, wundervoll der Spam. Wundervoll. Ich bin begeistert.